Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mal wieder was gekauft und das gehen wir jetzt gleich abholen. Der Stefan ist auch hier dabei. Ich bin mal wieder das Opfer, was fahren muss. Genau. Ja, wir haben die Garage eben schon ein wenig aufgeräumt. Jetzt kann man hier hinten auf jeden Fall auch wieder laufen. Hier steht die Foxy, immer noch abgebrannt, noch auf Scheiße. Da unten ist die Quirly Booster Statement. Wieso ich? Wieso du? Du hast das ins Leben gerufen. Gibt kein Statement, alles klar. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann auf der Autobahn wieder bei dem Typen, wo wir die abholen. Das ist ein Abonnent, da werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen filmen. Wir haben stark 18 Uhr, wenn man es irgendwie sieht. Sind auf jeden Fall jetzt da. Ja. Wir gehen uns jetzt die Karre angucken und die anderen Karren und dann laden wir ein und dann sehen wir uns irgendwann gleich wieder. Irgendwo drin wahrscheinlich. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall beim, wie hieß du nochmal? Hans. Keine Sorge, noch filme ich dich nicht, noch hast du keinen Helm auf. Das hier ist das gute Stück, was ich jetzt gleich shoppen werde. Ich hab sogar die gute Gabel. Die gute Gabel, ne? Ja. Ja, ist auf jeden Fall billigste Booster in ganz eBay Kleinanzeigen gerade aktuell. Sieht man auch. Jetzt sind Kerzenstecker noch drauf, perfekt. 50er Athena wohl drauf. 17,5er Vergaser. Ich stehe auch vor dem Bild. Ja. Die ist bei dir nie gelaufen. Die ist bei dir nie gelaufen? Nein, ich habe die als Bastelding, also als Spender gekauft. Ja. Und habe halt das eine oder andere Teil benutzt. Ja, bei mir wird das auf jeden Fall Projektkarre werden. Und du hast hier noch zwei Schätze drin stehen. Ja, die kommen jetzt gleich auch zum Vorschein. Die kommen jetzt gleich zum Vorschein. Boah, Junge. Ist geisteskrank clean, Junge. Was ist das denn? Pferd und BC oder was? Ja, ich hab vorher mit dem Kühlkonto, aber die ist halt besser wie mit dem Kühlkonto, aber ist mir runtergefallen im Winter, da muss ich mir Sekunden kriegen, was sind das so Arschwitze. Ah, stimmt. Hier, ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro sieht. Kann man ihn nicht einzeln kaufen? Nee, das ist alles Sonderlackierung von Audi, das ist ein extra Lack. Ja, ärgerlich. Ja, so sieht die eigentlich aus. Ah. Ja, nicht schlecht. Ja, auch noch schön Instagram-Werbung, ne? Ja. Füge ich natürlich auch noch ein. Nehmen wir mit. Dann erzähl mal über das gute Stück. So, Zylinder-Setup-mäßig. Setup, also Zylinder ist ein MK2 Racing, unbearbeitet. Vergaser ist ein 24er Polini CP. Malossi VL14-Membran war drin, aber ich bin auf eine Stage 6 Viton umgestiegen, weil mir die im Winter gefreckt ist. Mhm. Komplettes Oversize-Kit ist hinten drin, kannst du auch gucken. Oh ja. Hier, vielleicht siehst du es. Ja. Dann komplette Bremsanlage von RTG, vier Kolben. Vorne und hinten vier Kolben, oh mein Gott. Stage 6, stark, Digga, stark. Ja, 280er Scheibe vorn, Stage 6 Bremshebel, Bremspumpenabdeckung, ja. Temperaturanzeige von Koso. Ja. All in, ich schwöre. Die Karre ist schon echt geil. Was drückt die? 120 so. 120 um den Dreh. Ich habe ein langes Getriebe, habe ich vergessen. 16% für 66. 16% längeres Getriebe, nicht schlecht. Nein, da schießen wir nicht, weil da können wir anmachen. Wir können aber die Benelli gleich anmachen. Die Benelli können wir anmachen? Ja. Dann höre ich das erste Mal in meinem Leben den Kundo F1. Boah, das ist geistkrank, so. Also. Die ist jetzt auch krass lang nicht gelaufen, aber. Also, so Ausdruck, ich wollte gerade sagen, ich sehe auch tatsächlich das erste Mal in meinem Leben in echt einen Kundo F1 Aufruf. Thank you.
geisteskrank. Oder so. Ja. Ja, dann wollen wir mal über das Ding sprechen, ne? Was hast du verbaut, Setup-mäßig? Hier kann man ja auch mal schön reingucken. Ich habe die von einem guten Kumpel übernommen. Ja. Das ist ein MK1 Racing, der ist bearbeitet. MK1 Racing überarbeitet, da sieht man ihn noch. Dann 21er, glaube ich, der Lotto, oder ja, müsste ein 21er sein. Hm. Halt krass, den Sportlöffel. Aber das hast du gut gelöst, halt, ne? Also ja, der ist von außen, ist nach außen gelegt, das ist wegen dem Custom-Effekt. Das ist richtig krass. Ja. Dann halt das Stage 6 Unlock-System, auch eine Malossi VL14 Membran, also die große mit den zwei Scheiben, dann halt ein Kondo F1, Ital Kit Innenrunterzündung, Malossi Overrange Kit, komplett, also alles high-end. Alles drin, alles vorhanden. Und die geht so 110, ne, hatte ich gesehen. Ja, so um den Dreh, also. Um den Dreh 110. Auch wichtig, 4-Punkt-Aufnahme, SSP, ne? Oh, ist was ja, los. Das ist nur so ein So ist eigentlich, aber das ist halt, ich brauche eine Passhülse, die habe ich nicht und die muss dann da rein und dann kannst du das reinschrauben, aber es ist halt dieser scheiß Hebolenker. Einfach einkleben. Wen juckt's? Ne, die sieht echt, also, echt geisteskrank. Von dieser Sound, ne? Ich brauch, das ist heftig, ja. Was hast du für den, also, ne, den Pod, der war drauf, der ne? War alles, also, der, war, der, also war alles drauf, habe ich nur halt nochmal abgestimmt. Weil aber was bezahlt man für so einen Kondo F1, weißt du das? Ich glaube, der liegt zwischen 200 und 300. 200, 300? Gebraucht, ne? Ja, also neu kriegst du ja nicht mehr. Ja, neu, ja. Der sieht zwar fast neu aus, aber. Ja, den hat der Kerl, sieht echt gepflegt aus. Alles neu. Der überholt alles. Das ist ein guter Kumpel von mir. Den habe ich auch in meiner Gruppe kennengelernt. Ah, du hast aber wieder auf normale Wasserpumpe umgebaut, ne? Auf den Bildern, die ich gesehen habe. Du bist ja gerade am Verkaufen, ne? Richtig? Ich kann auch den eBay-Link mal unten reinpacken von der Karre, vielleicht wirst du dir was schneller los. Muss nicht weg, kann weg. Also muss nicht weg, kann weg, wenn der Preis stimmt, genau, dann gibst du sie ab. Alles weil klar. Ich habe auch noch ein Schaltmoped und das hat ein Fass ohne Boden, ne? Wenn man das einfällig hat. Ja, man kennt's da. Wir hatten ja auch viele Karren und das hat Überhand genommen. Das hat Überhand genommen, also in der Höchstzeit in der Garage hatten wir 14 Mopeds drin stehen. Ich glaube, für 14 Mopeds in dieser Garage, die ihr halt auch aus den Videos kennt. Geil, geil. Nicht schlecht. Aber die Aerox gefällt mir besser. Die Aerox. Ja, Aerox muss. Vor allem wäre es jetzt was heller, ne? Mit dem nassen Lack. Das sieht gerade so geil aus. Ja, aber ich gebe mich damit zufrieden. Keine Ahnung. Ja, ich bin keine Ahnung. Ich sag dir ehrlich, das war ein richtiger Spontankauf. Ich habe die Karre nämlich in eBay gesehen. Ich wollte ja so oder so eine Booster haben ich jetzt wieder. Vielleicht. Ja, ist mir egal. Ich wollte auf jeden Fall halt wieder eine Booster haben. Bin so eBay durchgegangen, so wie man das halt kennt, ne? Und dann habe ich gesehen, du hast die für 175€ drinstehen. Jetzt mit den zwei Teilen, die ich dir mitgebracht habe, haben wir uns auf 125. Genau. 125€ geeinigt. Hat zwar keine Papiere, ist aber nicht schlimm. Die unnötig, braucht keiner. Erstens, man braucht sie nicht. Zweitens, wenn ich sie brauche, reicht auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ja, also Athena 50er war das, ne? Ja. Nicht Ersal. Nee, es müsste ein Athena sein. Müsste ein Athena sein, muss ja auch hier irgendwo draufstehen, ne? Eigentlich, normalerweise. Da steht das Baujahr 4. Ja, bist du? Doch. War der Zylinder immer gebrannt, oder? Das ist... Was ist denn das? Das ist irgendeine Plüre, ich weiß nicht. Ja, doch, der hat mal hier... Ich glaube, das Ding hat mal gefackelt. Also die brennt halt eigentlich nicht. Also oder zu nicht. Heiß geworden, hat Alu zu heiß geworden. Das ist ja nicht so. Weil Kabelbaum ist ja, das ist ja alles dran. Ja. Also ich habe wirklich nichts da gemacht. Also einen Ori-Zylinder haben wir auch noch. Ja, einen Ori-Zylinder haben wir noch, aber da... Ori wollen wir ja nicht. Weiß ich Ori nicht. Wollen wir nicht. Ja, dann wir müssen das Ding auf jeden Fall teilzerlegen, und um uns zu transportieren. Wir haben aber auch Werkzeug mitgebracht. Ja, alles gut, da kein Stress. Das sollten wir hinbekommen. Ja, dann lass das mal angehen, oder? Ja. Gut.
Dann schnappen wir uns jetzt mal alle Teile. Hier. Für kurz mich hier noch, oder? Dann schnappen wir uns jetzt alle Teile und dann zerlegen wir das Ding am Auto. Soll aber sein. Tolles Video. Perfekt. Vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal. Easy. Ich grüße meine Oma. Ja, ich auch. Das schneid's raus. So, ich weiß nicht, ob man es hinter mir erkennt, aber die Booster ist jetzt drin. Das war auf jeden Fall gar nicht so easy. Ah, da liegt sie halb zerteilt und zerlegt im Kofferraum, der ist auch komplett voll. Wir fahren auf jeden Fall jetzt wieder zurück zur Garage und ich würde sagen, dann melden wir uns erst wieder, weil ich habe jetzt keine Lust auf der Fahrt noch zu filmen. Bis gleich. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal noch tanken. Während wir tanken, erzähle ich kurz. Ich werde auf jeden Fall morgen... Ich werde auf jeden Fall morgen mit der Booster weitermachen. Die steht jetzt in der Garage. Es lohnt sich jetzt halt einfach nicht, vor allem weil es so dunkel ist, dann nochmal weiterzumachen für euch. Deswegen würde ich sagen, liked das Video, kommentiert das Video, teilt das Video und morgen, wie gesagt, filme ich dann weiter. Dann werden wir die Booster erstmal sauber machen. Jetzt müssen wir erstmal die Möhre von dem tanken. Machen wir 20, oder? Kriegen wir das hin, 20? Sollten wir hinkriegen, oder? Oh, 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 ne. Haben wir nicht geschafft. Ja, haben wir nicht geschafft, egal. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal, ciao.